Na, aus Berghaupten. Wie immer war die Veranstaltung in Ronneburg von Werner Bayer, dem Vorsitzenden des Vereins, hervorragend organisiert. Doch leider kam es trotzdem im 7. Rennen des heutigen Tages zu einem folgenschweren Zwischenfall. Im ersten Lauf der A-Lizenzfahrer kämpften in der Zielkurve Sebastian Rötzer und der Däne Tommy Broch um den Sieg. Die Wiederholung. Es sieht so aus, als wäre Sebastian Rötzer mit der Nummer 5 der Verursacher dieses Unfalls. Auf jeden Fall mussten beide Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wir haben die Dreharbeiten daraufhin. Doch leider kam es trotzdem im 7. Rennen des heutigen Tages zu einem folgenschweren Zwischenfall. Im ersten Lauf der A-Lizenzfahrer kämpften in der Zielkurve Sebastian Rötzer und der Däne Tommy Broch um den Sieg. Die Wiederholung. Es sieht so aus, als wäre Sebastian Rötzer mit der Nummer 5 der Verursacher dieses Unfalls. Auf jeden Fall mussten beide Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.